Whoever. Elf. Whoever. Ich wandere im dunklen Sturm. Ich wandere zwischen den Stimmen des Windes, die mich in verschiedene Richtungen rufen. Ich wandere unter den Tränen, die der Regen mit den meinen vermischt. Ich wandere im Sonnenstrahl, der mich aus der Kälte erwärmt. Ich wandere in allen Lagen des Lebens. Ich wandere, weil du bei mir bist. Wörtliche Bedeutung des Namens. Wer auch immer, whoever, in das Symbol der Gleichheit, ohne jede Bevorzugung oder Privilegien, jedem stehen alle Möglichkeiten offen, sich in seiner Existenz zu erweitern, um ihren wesentlichen Teil zu entwickeln, sich mit dem eigenen Selbst zu verbinden. Dieses Ziel macht jedes Leben zu einer Freudenfeier im manifestierten Universum. Der göttlichen Schöpfung gibt es nichts, das nicht vom Fluss der Evolution erfasst wird, und wenn es auch noch so gering erscheint. Herkunft. Er lebt in seinen Elfengeschwistern in den leuchtenden Farben des in glitzernden Kaskaden herumfallenden Lichts, das Seen und Flüsse bildet, so vielfarbig und durchsichtig wie das reinste Wasser. Und in diesen leuchtenden Gewässern baden die glücklichen Fee Elfen. Manchmal schlummern sie ein, während sie auf die Sonne warten. Botschaft. Ein Sonnenstrahl kommt, um uns aufzuwecken. Er bahnt sich seinen Weg zwischen den schwarzen Wolken und setzt dem dichten, schweren Regen ein Ende. Denn ein heftiges Gewitter vom Himmel herabstürzen ließ. Funken von regenbogenfarbigem Licht tanzen wirbelnd im Strahl der Sonne. Sie kommen bis zu uns, um sich in einem Regentropfen einfangen zu lassen, der klar und leuchtend wie eine Kugel aus reinem Diamant uns aus den Fingern entschlüpft und in der Luft davonschwebt. Wobei er einen Schweif strahlender Farben am Himmel hinterlässt. Es ist der wunderbare Bogen, der manchmal nach dem Regen erscheint und den die Menschen Regenbogen nennen. Jede Farbe dieses Bogens nimmt eine Botschaft und ein Versprechen für alle Herzen, die traurig und von der grauen Wolkendecke irregeführt sind. Die Herzen der Menschen fühlen sich mit Hoffnung. Ihr Geist findet jenseits der Wolken den Glanz der Sonne wieder. Empfehlung. In den Legenden der Menschen ist von Goldtöpfchen die Rede, die Zauberwesen am Fluss des Regenbogens aufstellen, und davon, dass diese Belohnung dem Menschen zusteht, der das größte Glück und Verdienst und den meisten Mut aufzuweisen hat. Wer weiß, ob diese Schätze jemals gefunden wurden, aber der Regenbogen bringt wirklich einen Schatz mit sich, das Geschenk der Hoffnung, das im Herzen wieder das Gebet erweckt und den Wunsch, nach der leidvollen Prüfung den Preis zu gewinnen. Dieser Preis besteht in der Gnade, mit welcher der Vater seinen Sohn segnet, der ehrlichen Herzens seine Zweifel hinter sich lässt, um die Sicherheit jener Sonne hinter den Wolken zu finden. So erfährt er, dass er niemals alleine gewesen ist. Lass nicht zu, dass Misserfolge dich ermutigen
und die Logik des Intellekts immer das letzte Wort hat. Erlaube der Hoffnung, dein Herz zu wärmen. Nur so wirst du die Schönheit der Farben erfassen und die Energie aufnehmen können. Im Austausch der Liebe wird dein Herz die wiedergefundene Freude in jeden Winkel der Welt ausstrahlen und dem Leben seine Farben wiedergeben können.